Ortskriminal am Sternmetzer. Guten Tag. Ja, guten Tag, Smuda Peter, mein Name aus Gelsenkirchen. Ich habe eine Frage. Ich habe gestern so ein Schild gesehen. Ja, diese Aktion hier, Sicherheit, Riegel vor. Ja, weil es tatsächlich viele Einbrüche gibt in Gelsenkirchen oder Ruhrgebiet oder egal wo. Meine Frage ist, wie kann ich meine Wohnung schützen vor Einbruch? Also Sie möchten also eine Beratung vor Ort haben. Nee, es geht mir eigentlich darum, weil letztendlich, also ich hatte drei Hausfriedensbrüche oder und leider war die Polizei beteiligt, weil Gerichtsvollzieher meinte, der muss irgendwie in die Wohnung einsteigen, obwohl das keine Rechtsgrundlage hatte. Wie kann ich mich davor schützen? Also, bevor wir da weiterreden, Ja. wenn das geht ja, sowas geht ja übers Gericht. Und wenn dann Ja. heißt, der Gerichtsvollzieher darf da rein, dann darf der da rein. Ja. Ist ja richtig. Ich hatte mal wegen einer Angelegenheit mit der Stadt. Ja, das war eine Ordnungswidrigkeit. Und dann hatte ich einen Haftbefehl wegen Vermögensauskunft. Und dann hat er mir gedroht, hier mit Polizei in die Wohnung reinzukommen, wenn ich mich da nicht melde und diese Vermögensauskunft abgebe. Bin ich hingegangen, habe die abgegeben. Und jetzt, was die Stadt macht, ist direkt mit dem Amtsgericht eine Entzündungshaft, also ich fühle mich in meiner Wohnung nicht sicher. Was kann ich da Also machen? da kann ich gar nichts zu sagen. Nein, weil Also das das Problem ist ja, dass die Polizei kriegt dann irgendwie so einen Haftbefehl, der ist vom Richter nicht unterschrieben und die führen den aus. Das ist das Problem. also das ist da müssen Sie sich beschweren irgendwo, aber nicht Ja, hier bei mache ich uns. Wir doch, sind aber ich bekomme keine Antworten, wenn ich mich bei der Polizei ja, beschwere. aber wir sind hier der falsche Ansprechpartner. Wir sind hier in der Vorbeugung, in der Prävention. Ja, Ich kann eben. Ihnen Eben, da, Ja, ich kann Ihnen Faltblätter oder Broschüren zu irgendwelchen Themen bringen Ja. oder schicken, aber sonst nichts. Mit anderen Sachen haben wir gar nichts zu tun. Ja, aber es ist ja präventiv, wenn zum Beispiel, wenn es keine Aufklärung stattfindet bei den Polizisten selber, dass sie ein nicht Ja. unterschriebene Haftbefehle nicht durchsetzen können. Ja, also es muss vom Richter unterschrieben sein. Ja Das gut, aber ist doch. dann, wie gesagt, das sind aber Sachen, da müssten Sie sich an anderen Stellen beschweren, da können wir gar nichts zu sagen. Weil Ist ich weiß nicht, das wo ich mich. Einzige, was wir hier machen können in der Prävention, ich kann Ihnen Plakate, Broschüren und Faltblätter schicken. Was anderes haben wir hier nicht. Ja, aber das Andere kostet ja Geld. Möglichkeiten haben wir auch gar nicht. Doch Aufklärung. Aufklärung der einzelnen Ja, aber Mitarbeiter. das liegt aber nicht in unserer Hand alleine. Das sind bundesweit werden Ja, ja ich weiß, Medien ich weiß. erstellt. So, Ja. und was Sie haben, das ist eine private Sache, wo Sie privat gegen angeben müssen. Aber Ja, nicht jetzt mache ich. hier, wir können jetzt keine Faltblätter oder Broschüren erstellen, weil ein Polizist jetzt nicht aufgepasst hat. Also das ist natürlich, weiß ich nicht, wie wir da präventiv dran gehen sollen. Also da kann ich Ja, überhaupt nichts zu sagen. durch Aufklärung bei den Menschen, weil zum Beispiel, wenn, also nehmen wir mal an, da, ich bin jetzt irgendwie jemand aus dem Ausland, ja, und ich kenne die deutsche Kultur nicht. Und ich komme hier hin. Und ich bin hier ein bisschen und sehe dann zum Beispiel, dass die Deutschen gerne sich beklauen lassen. Durch die Regierung, also zum Beispiel, man nimmt ihnen Geld weg und rettet dafür die Banken. Dann sind die, oh, da ist eine Kultur, die lässt sich gerne beklauen. Also, wenn Ich ich die Kultur nicht weiß, was Sie kenne, meinen. ja, Ich also weiß, wenn was ich Sie die meinen. Kultur nicht kenne, so, oder zum Beispiel, man kriegt im Internet, dass zum Beispiel Gerichtsvollzieher kommen, dann Computer mitnehmen ja, also die lassen sich dann gerne beklauen. Also ist das deren Kultur, dass sie arbeiten, sich Werte anschaffen und dann freuen die sich wahrscheinlich, weil passiert immer wieder, dass man denen die nimmt. Also ist das ja okay anscheinend. Würde ich ja denken, wenn ich die Kultur nicht kenne. Und auch nicht verstehe, warum das so ist, als Ausländer. Ja, aber Verstehen Sie? wie denken Sie denn, sollten wir vorgehen präventiv? Ja, informieren zum Beispiel, weil. Da ist eine Strafanzeige gegangen am 27.09. an das Bundeskriminalamt in Wiesbaden gegen das Land NRW und gegen die katholische Kirche vom Freistaat Preußen. Letz Freistaat. also und irgendwie habe ich auch gelesen, dass irgendwie in Münster 1000 Polizisten in der alten Kaserne stationiert wurden. Was ist da los? Was passiert da gerade? Bevor wir jetzt hier weiter Ja? diskutieren, und das macht jetzt überhaupt gar keinen Sinn. Woher haben Sie denn jetzt diese Telefonnummer? Aus irgendeiner Broschüre, Nein, richtig? Internet, Land NRW,
Flyer, Polizei, Nordrhein-Westfalen, Landeskriminalamt. Dann würde ich doch sagen, bevor wir nämlich, denn ich kann jetzt am Telefon überhaupt gar nichts da unternehmen, dann Ja. würde ich Sie doch bitten, da steht bestimmt eine E-Mail-Adresse drauf. Ja. Dann würde ich doch mal Ihre Beschwerde an diese E-Mail-Adresse schicken. Und Okay. dann nimmt die Sache seinen Lauf. Dann werden Sie bestimmt irgendetwas erfahren. Okay. Und wissen Sie was von dieser Strafanzeige gegen das Land NRW und gegen die Ministerin Hannelore Kraft? Solche Sachen erfahren wir hier gar nicht. Gar nichts, also. Aber es ist ja das Bundeskriminalamt in Wiesbaden. Ja, wir sind aber das Landeskriminalamt in Nordrhein-Westfalen. Okay, es ist eine andere Abteilung. Okay, gut. So kann man. Okay, gut. Weil Sie wissen ja selber, Sie kriegen das ja mit, was hier los ist. Wie viel. Ja, also wahrscheinlich von Anzeigen und, gegen Delikte können Sie sich gar nicht retten mehr. Ja, aber die Anzeigen, die kommen ja auch nicht hier zu uns ins Landeskriminalamt, die gehen zu den einzelnen Polizeidienststellen und dort wird das bearbeitet. Wir sind praktisch wie ein Dach auf den anderen Behörden. So. Okay, gut. Ja? Aber man kann sich da unter dieser E-Mail-Adresse Polizei NRW Einbruchschutz eben dann über diese Zustände beschweren, weil, wie gesagt, also wäre ich jetzt, würde ich die Kultur gar nicht kennen und ich komme hier hin und sehe, wie die Deutschen sich gerne beklauen lassen, selbst durch ihre gewählten Volksvertreter, dann würde ich denken, das ist ein Volk, das gerne sich beklauen lässt. Nein, das ist Würde ich denken, als irgendwo Ausländer, wenn ich das nicht ist dann verstehe. falsches Denken, was Sie da haben. Nein, Also wir werden beklaut. Alleine durch das Geldsystem werden wir enteignet. was? Ich klaue nicht. Doch, weil durch den Euro, das sind ja Schuldscheine. Also wir arbeiten für Schuldscheine. Das ist ja kein Geld. Jetzt schweifen wir ein bisschen aus. Also wie gesagt, es macht jetzt auch keinen Sinn, dass wir hier am Telefon diskutieren. Ich würde Sie bitten, eine E-Mail an die E-Mail-Adresse, die Sie auch da im Internet auf dem Flyer gefunden haben, schreiben Sie dort Ihre Beschwerde und das wird dann weitergeleitet an den zuständigen Sachbearbeiter und dann erfahren Sie mehr. Okay, gut, dann Mehr mache ich kann ich das. jetzt auch nicht sagen. Okay, mache ich. Ja? Danke. Okay, danke. Vielen Dank für den Anruf. Okay, bitte. Tschüss.